Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Jetzt zeige ich euch mal, wie wir an dieses Herzteil hier rankommen. Und zwar gehen wir hier oben rum. Einmal hier so komplett rum. Dum, dum, dum. Lass uns von Soras treffen. Dann tauchen wir mal unter, was einfach keinen Sinn ergibt. Da, 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 da. Und wir lassen uns hier runterfallen. Einfach mal so, weil wir es können. Und dadurch sind wir hier auf dieser Zwischenebene, wo wir tada, zum Herzteil kommen. Ja, das hätten wir also schon viel früher haben können. Aber ich hab's irgendwie vergessen gehabt. Und warum laggt es bei mir? Jetzt geht's wieder. Ja, hör auf zu laggen. Scheiße, was ist denn jetzt kaputt? Hör auf zu laggen, Spiel. Spiel, du bist ganz böse, böse, böse. Ja, jetzt geht's wieder. Gut, wir machen uns jetzt mal also auf den Weg. Mal sehen. Zwei Stück brauchen wir noch. Hm. Jetzt muss ich mal ernsthaft überlegen, wo wir jetzt noch Herzteile herbekommen, weil ich weiß jetzt gerade keins mehr. Auf Anhieb. Da. Das ist okay. Aber hier kann ich ja gleich mal. Ja, Sandmann ist okay. Und es laggt immer noch wie solche. Hier, da hoch müssen wir. Da müssen wir hoch. Wie kommen wir da hoch? Ganz einfach, ich weiß nur nicht, ob wir dort schon hin können. Oh, die passt mir ganz gut. Ja, es ist auch schön, dass das Laggen jetzt endlich mal aufgehört hat. Ja, genau, zieh mir noch mehr Herzen ab. Ja, hallo? Ja, Alter! Dafür demonstriere ich das mal. Ich bin irgendwer, ja, ja. Ja, ja, zieh's raus. Dsch, geh kaputt. Warum hast du mein Schild genommen? Da steht doch klar und deutlich drauf, dass man mich in Ruhe lassen soll. Geh weg! Ja, jetzt verfolgt mich der Trottel. Bis ans Ende meiner Tage. Und ich glaube, ich lässt mich nicht in Unruhe, oder? Du kannst hier nicht allein, solange ich an dir klebe. Und nur weil ich an dir bin, leckt es wieder. Aber wir können hier raus. Wieder rüber. Und schon hängt der nicht mal an uns. Also ist ganz putzig, der Kleine. So. Kurz heilen. Es leckt schon wieder. Was ist denn da jetzt kaputt? Oh, also das kann ich. Das kann echt nicht wahr sein. Boah, richtig böse. So. Aber, okay, jetzt geht's wieder. So. Und wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir jetzt. Gehst du da? Danke. Ha! Ich weiß ein Herzteil. Ich weiß ein Herzteil. Ich weiß ein Herzteil. Okay, weg. So. Wie komme ich da am schnellsten hin? So. Danke. Oh, ich bin nicht mal verwundet worden durch die Mine. Danke. Und zwar. Ich hoffe, dass ich das. Da ein Herzteil ist. Weil, ich hab's ja schon gesagt, die ganzen Herzteile. Da habe ich nichts mehr hundertprozentig im Kopf. Lagbeamen. Okay, die Schattenwelt packt da jetzt gerade gar nicht.
Leute, das geht nicht mehr. Ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns wieder, wenn es wieder besser geht. Bis dann, Leute. Ciao. So, wir sind wieder zurück und hoffentlich diesmal zu einem lagfreien The Legend of Zelda Link to the Past. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, es sieht lagfrei aus. Ja, wunderbar, nur dass ich jetzt nicht mehr weiß, zu welchem Herzteil ich gehen soll. Ah, ich glaube, ich weiß es wieder. Komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? So? Da kann ich ja noch gar nicht hin. Hä? Das, nee, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß es jetzt nämlich gerade. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich hinkomme. Ich hätte eine Idee, wie ich da hinkomme. Ich kann es euch ja schon mal sagen, wo ich hin will. Ich will zum Friedhof. Ja, ich will zum Friedhof, denn dort gibt es noch was Schönes für uns. Eben besagtes Herzteil. Okay, wo bringst du mich hin? Hallo. Gut. Das bringt mir nichts. Wie komme ich ins Dorf der Verdammten? Ja, das ist noch ein bisschen was, was ich von dem Spiel weiß. Also das heißt, das Dorf Kakariko heißt in der Schattenwelt das Dorf der Verdammten. Was ist hier drin? Dich brauche ich nicht. Ich schätze mal, ich komme noch nicht weiter. Also jetzt mal schauen. Hier komme ich ja nicht weiter, weil der der große Felsen ist, den ich noch nicht hochheben kann, weil ich dafür die größeren die Titanhandschuhe essen sie, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, kriege ich die aber hier in dem Palast, in dem links unten. Soll heißen, Fail. Wie komme ich dann dahin? Ich denke mal irgendwie hier oben über den Todesberg in der Lichtwelt. Vielleicht, dass es da einen Porter gibt. Hier komme ich nicht rüber. Ich wüsste sonst keinen anderen Weg. Wieso habe ich überhaupt das Schmetterlingsnetz ausgerüstet? Es ergibt keinen Sinn! Ja. Dann weiß ich es eben auch nicht, aber ich habe jetzt auch in der Lichtwelt noch ein paar auf Lager. Ein paar Herzteile. Und zwar um genau zu sein, zwei Stück. Und zwar für das erste brauchen wir wieder den Vogel und fliegen wieder hier hoch zum den Berg. Den, da hatte ich nämlich eins vergessen. Und zwar gehen wir hier hoch. Wir gehen wieder genau den gleichen Weg. Wir rennen hier hoch, lassen uns von Steinen treffen und rennen hier hoch. Komm, 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 Link, komm, Link, komm, Link. So, und wenn ich mich nicht irre... Ja, wenn ich jetzt wüsste, welcher von beiden es war. Bei irgendeinem hat man sich fallen lassen. Ich nehme jetzt mal den hier. Bei irgendeinem musste man sich fallen lassen und dann... So, irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Schön, dass wir an
Viech gestorben sind. Es kommt mir jetzt gerade echt bekannt vor, wo ich bin. Oh. Ah, okay, da oben. So, dann sind wir hier jetzt aber falsch. Dann gehen wir wieder den Berg hoch. Und schauen mal nach, welchen wir diese mal nehmen. Nehmen wir die goldene Mitte. Und wir sind falsch gesprungen. Schön. Ein bisschen weiter rechts müssen wir springen. Dann geh weg. So. Ja, das ist doch schon mal gut. Das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Ja, genau hier wollte ich hin. Wunderschön. So, hier müsste jetzt eigentlich irgendwo das Herzteil sein. Ja. Und was steht hier? Spike, ich bin es, Sahasrala. Ein guter Rat von mir, der dir helfen wird. Steige auf den Brillenfelsen. Von dort erreichst du Heras Turm auf dem Todesberg. Ach nee. Ernsthaft jetzt, ohne Scheiß. Verarsch mich nicht, Digga. Arsch mich nicht, Digga, da wäre ich ja nie drauf gekommen. So, da haben wir die Fee. Gut, dann mal weiter zum nächsten Herzteil. Geht down, geht down, geht down. Ich hoffe, man hört jetzt nicht mein Gähnen, denn komischerweise bin ich extrem müde. Das liegt aber wahrscheinlich an dieser Affenhitze da draußen. Also, es ist zu heiß, um irgendwas zu machen. Es ist eigentlich schon zu heiß, um Let's Plays aufzunehmen. Also, oh, es ist abartig heute. Das Problem ist, ich würde liebend gerne, würde ich mich an See flacken. Liebend gerne, das habe ich schon die ganzen letzten Tage gemacht, weil das Wetter einfach perfekt war. Einfach in See flocken. Und mal kurz mich nachmachen und einpennen. 3 Stunden im See pennen und keinen Sonnenbrand davon tragen. Macht's mir das mal nach. Wo wollte ich hin? Ach ja. Aber das Problem ist einfach, es ist heute zu heiß. Soll heißen, heute. Es ist abartig, wenn ich nur aus dem Fenster schaue, dann... Oh, ich krepiere jetzt schon. Also heute ist es echt mal richtig heiß. Also es ist auch zu heiß, um sich an See zu flacken, weil da verbrennst du. Da wirst du zum irgendwie Schweinsbraun. So, das ist übrigens dieser Baum, den die ganzen die Holzfäller da... und die ganze Zeit gesägt haben, den ich die ganze Zeit umrempeln wollte. Warum das jetzt geht? Tja. Jetzt geht's halt. Keine Ahnung warum. Bums. Und rein da. Ist eine Feenquelle. Ich dachte, hier ist ein Herzteil. Ja, toll, hier ist eine Feenquelle. Und ein. Ah, okay. Alles klar. Okay. Ja, passt schon. Passt schon. Und ein Herzteil. Dann bin ich ja zufrieden. Da das jetzt aber schon das dritte Video, glaube ich, ist, wo ich auf der Suche nach Herzteilen in dem ganzen Quark bin, würde ich mal sagen, wir lassen es mal gut sein, da mir jetzt sowieso gerade nur noch das eine in der Schattenwelt einfällt und ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Gerade. Ne, ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Oh, dann würde ich also mal sagen, wir machen uns auf den Weg zum zweiten Palast. Wir kürzen ab. Nein, nicht so. Ja. Spiel beenden. Uppala. Ihr habt nichts gesehen. Oh, diese Speed-Taste, wo kam die denn her? Ihr habt nichts gesehen. Oh, wie kommen wir denn jetzt dahin? Na, Heidewitzka.
So. Deswegen gehen wir jetzt hier hoch. Und gehen erstmal in die Schattenwelt. Juhu. So, ich merke es, die Zeit, die ist um. Okay, da bin ich jetzt auch wie ein Profi durchgerusht. Wieso habe ich den Bogen ausgerüstet, sehr fix? Stirb! 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 Hä, ich sagte stirb! Unfassbar. Der Hammer. Bum. So und willkommen. Boah, wie soll ich hier? Heißt das hier? Wie heißt das Gebiet überhaupt? Das Sumpf halt einfach. Ist ein Sumpf. Toll. Dingens. Kirchen. Tuten. Dingens. Tuten. Geh weg. Ach, mir fällt gerade noch was ein, das wir machen könnten, bevor. Aha, ja, wir gehen jetzt da hoch. Dann, mir ist gerade eingefallen, hey, wo wir doch gerade hier sind, werde ich angerufen. Leute, wir lassen es gut sein für heute. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ich bin aber trotzdem wieder da, denn... Ich wurde zwar angerufen, aber ich habe mir gedacht, hey, das bringst du jetzt noch in diesem Part unter, obwohl dieser Part schon ungefähr 16,5 Minuten geht. Das bringen wir doch noch locker unter, damit wir den nächsten Part dann gechillt. Sag mal, klingelt es jetzt bei mir in der Tür oder was? Wird das Let's Play eigentlich noch 100 Mal unterbrochen oder was? Ist mir doch jetzt auch egal. So. Komm. Isis, tu es. Halte das Maßschwert hoch und du wirst das Feuermedaillon erhalten. Komm, stirb, 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 stirb. Geil, stirb. Er stirbt. Das Feuermedaillon. Seine Magie verursacht eine riesige Explosion. Achte auf deine Magieanzeige. Nicht zu viel Döner essen, dann passt das. Na, was ist denn? Das ist. Herrlich. Mein persönliches Lieblingsmedaillon übrigens. Jetzt gibt es nur noch das Medaillon der Erde. Das Erdmedaillon. Zu dem kommen wir dann später mal. Ich glaube, das kann ich auch noch gar nicht holen, wenn ich mich nicht irre. Mal schauen, ob hier was ist. Okay. Gut, da ist nichts. So, damit ich aber im nächsten Part dann nicht wieder irgendwie anfange, einen Mist zu machen und einen vierten Part mit der Suche nach irgendwelchen Sidequests mache. Deswegen begeben wir uns jetzt dahin. Allerdings kurz noch zu einer Fee, denn wir wollen ja schließlich nicht ohne dahin gehen. Wir haben zwar schon drei Feen, klar, aber wir wollen ja nicht hier mit 3,5 Herzen dahin. Deswegen brechen wir hier diese Tür einfach mal auf. Geh auf, befehl es dir, tu es! Hä, ist hier nicht eine Fee drin? Achso, die waren da nicht für... Nimm mal ein paar Rubine, aber sag niemandem, dass sie von mir sind. Verstanden? Hm, ich hab doch schon so viele Rubine. Es gibt schon nichts mehr, was ich mir kaufen kann, weil... Ich hab alles. Na komm, geh kaputt. Ja genau, bring mich um. Oh, was haben wir denn da? Rubine. 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 Und lass mich raten! Nein, Rubine! Damit hätte ich ja nie gerechnet. So, aber da fällt mir gleich was ein. Na komm schon, ein bisschen schneller. Der Part geht eh schon viel zu lange. So, heil mich, tu es, tu es. Raff. So, Leute, und damit würde ich mal sagen... das war jetzt der dritte Part von unserer Herzteilsuche und ich glaube, die Herzteilsuche ging jetzt lange genug. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, ich danke euch jetzt schon mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von The Legend of Zelda Link to the Past im... Sumpfpalast, Level 2.
Bis dann, Leute. Mit 4 Herzen weniger sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, Leute. See ya.